Ja, wir sind an einem Punkt, an dem wir Bildung neu denken müssen. Bildung ist viel mehr als reine Reproduktion oder die reine Reproduktion von Wissen. Das ist nicht mehr zeitgemäß in dem digitalen Zeitalter von künstlicher Intelligenz, ChatGPT. Braucht's mehr als das. Es braucht Begeisterung, es braucht Mut, es braucht Interesse, es braucht irgendwie die Lust daran, Probleme zu lösen und nicht in der vollen Resignation zu verharren, weil man irgendwie frustriert ist. Es geht darum, eine Vision zu entwickeln von, wie möchten wir die Welt haben, wie möchten wir leben. Und junge Menschen, die keinen Entfaltungsspielraum haben, die keine Zeit haben, herauszufinden, wer sie sind, worin ihr Potenzial eigentlich liegt, der hat es noch nicht kapiert, vor welchen Problemen wir eigentlich stehen und was die Welt da draußen gerade braucht. Es braucht Mut, jetzt da voranzugehen und sich dafür einzusetzen, dass junge Menschen nicht nur auf dem Papier die gleichen Rechte haben wie Erwachsene, sondern dass das auch gelebt wird, dass wir ihnen gleich würdig begegnen, dass wir sie ernst nehmen und dass wir nicht ständig ihnen vermitteln, dass sie noch nicht fertig sind oder dass sie noch nicht gut genug sind. Jeder einzelne junge Mensch ist wichtig hier. Und fangen wir doch mal an, da hinzugucken, zu dem Einzelnen. Und schauen, was braucht der für sich, seinen Lebensweg, seine Bildungsentscheidung. Hopp, hopp, mit Mut voran, würde ich sagen.